linke Seite runterschauen, da sieht man das Schienensystem sehr schön. Ja, die Autos werden im Volkswagenwerk auf seine Platte gestellt und dann komplett unterirdisch und voll elektronisch hier in den Turm gebracht. Hier wird das Fahrzeug dazwischen gelagert für maximal 2 Tage. Und ca. 60 bis 90 Minuten vor der Auslieferung geht es auch wieder mit diesem Schienensystem unterirdisch nebenan ins Kundencenter, wo dann noch erstmalig das Fahrzeug von einem Mitarbeiter entgegengenommen wird. Es werden die Kennzeichen angebracht, es wird nochmal überpoliert, dann wird es an den Parkplatz gefahren, wo die Fahrzeugabholer das Fahrzeug entgegennehmen. Haben wir dann auch Fahrzeugabholer unter uns? Ja. Ja. Sehr schön. Jetzt sind wir auch schon ganz oben angelangt. Das ist jetzt unser reservierter Parkplatz. Erstmal über die Autostadt. Hatten Sie dann alle schon die Möglichkeit, die Autostadt zu besichtigen? Ich schon. Ja, sehr gut. Dann nur noch mal zum Überblick. Das Glasgebäude, natürlich das Hauptgebäude, wo man als Abholer die Kennzeichen abgegeben hat. Am 31. beginnen dann die Wassershows. Das sind Wasserfontänen, die dann hochschießen, begleitet mit Musik und Lichteffekten. Das sind dann mehrere Shows am Tag und dann gegen Abend, also so 22 Uhr, die schönste Show ist dann auch die meistbesuchte, wenn es dunkel ist. Genau. Ja, und hinten in der Ecke, das große halbrunde Gebäude, ist das Ritz-Carlton Hotel, hier direkt auf dem Gelände gelegen. Und Sie merken, da kommt noch ein bisschen was, alles sehen wir von hier nicht. Ja. Ja. Dort dann noch das neue Kraftwerk des Dampfenden, das wird 90% fürs Werk genutzt und 10% für 70.000 Mitarbeiter. Das Ganze beginnt mit diesen 4 Türmen hier direkt vor uns, das ist das ehemalige Kraftwerk. Wobei die beiden rechten Türme noch in Betrieb genommen werden können. Die beiden linken Türme sind komplett entkernt, da finden noch Veranstaltungen und Konzerte statt. Wenn man dort direkt durch die Mitte durchschaut, sieht man das Gebäude hinten, was momentan saniert wird. Ja, die Fahrzeuge hier sind komplett in diesem chaotischen Lagersystem eingeordnet. Also da, wo Platz ist, wird das Auto einfach hingestellt. Damit der Transport einem das auch wiederfindet, dafür hängt vorne im Rückspiegel ein kleines Gerät. Also ein kleiner grauer Kasten im Innenspiegel, das ist der Transponder. Da ist so eine Art GPS-Signal drin. Das Fahrzeug wird also einfach wieder geortet, sobald es angefordert wird. Und das passiert in dem Moment, wo Sie als Fahrzeugabholer die Kennzeichen in der Abholerwelt abgeben. Ja, die Kollegen geben das dann alles ins System ein, das wird hier rüber geleitet und der Transportarm weiß genau, wann er das Fahrzeug abholen muss, von wo und auf welcher Arm sich eben in Bewegung setzen muss.